Hey, heute habe ich für euch meine Juni-Favoriten und deswegen geht es auch direkt los. Produkt Nummer 1 oder Produkte Nummer 1 sind diese hier. Und zwar habe ich so eine Pflegeserie von Dermalogica geschenkt bekommen. Und da ist auch noch ein Peeling und ein Waschgel mit dabei. Und das Peeling und das Waschgel benutze ich eher selten. Dafür aber diese beiden Pflegecremes. Und zwar ist das einmal eine ganz normale Gesichtscreme und einmal eine Anti-Aging-Creme. Die verwende ich dann unter den Augen oder hier bei der Zornesfalte oder hier bei den Lachfalten. Und die pflegen die Haut wirklich sehr gut. Also das sind bisher somit die besten Cremes, die ich verwendet habe. Ich habe aber auch mal im Internet geguckt, das ist ziemlich teuer. Ich weiß gar nicht, ob ich mir das danach nochmal kaufen werde. Aber eigentlich hat es sich so sehr gelohnt, dass ich sie mir nochmal kaufen will. Mein liebstes Lippenprodukt ist dieses hier. Und zwar ist das von NYX, die Soft Matte Lip Cream in der Farbe SMLC 13 Sydney. Und das mag ich sehr gerne, das trage ich aktuell auch auf den Lippen, fühlt sich sehr geschmeidig an und wird nicht so krümelig auf den Lippen und deswegen mag ich das sehr gerne. Dieses Produkt habe ich euch, glaube ich, schon mal vorgestellt und zwar ist es von Balea, das Q10 Antifaltenkonzentrat straffend. Und das pflegt die Haut wirklich sehr extrem. Ich benutze das abends vorm Schlafengehen zur Pflege und ich benutze dann so eine ganze Kapsel für meine gesamte Gesichtshaut und für meinen Hals. Und das pflegt die Haut wirklich extrem, kann ich euch wirklich nur empfehlen, vor allem wenn ihr ein bisschen trockene Haut habt oder wenn ihr dazu neigt, dass eure Haut ein bisschen spannt, dann ist das hier wirklich ein super Produkt für euch und vor allem kostet das, glaube ich, nur 95 Cent. Wie ihr seht, das ist nämlich eine neue Packung. Und ich habe das für 95 Cent gekauft und das ist wirklich, wirklich super. Das Wunderöl von Garnier Fructis, das benutze ich schon ziemlich lange, deswegen ist auch nur noch so wenig hier drin leider. Ich benutze es sehr, sehr gerne. Es pflegt die Haare, es macht sie direkt ein bisschen leuchtender. Man kann es ins nasse Haar eingeben und dann zum Beispiel die Haare föhnen, weil da ist ein Hitzeschutz bis zu 230 Grad drin. Und man kann es auch in die trockenen Haare machen, egal ob man danach glätten will oder einfach nur, um so ein bisschen Glanz zu bekommen. Und das ist für mich eines der besten Öle, die ich bisher verwendet habe. Ich habe auch welche von Kérastase und Co. Aber das mag ich wirklich mit am liebsten und im Vergleich ist das definitiv am günstigsten mit knapp 8 Euro. Normalerweise verwende ich zum Duschen immer Babylotion, aber die habe ich im Urlaub stehen lassen, weil ich einfach Übergepäck hatte und dann war ich bisher zu faul, mir ein neues zu kaufen. Das ist jetzt ungefähr 2,5 Wochen weg und seitdem, ich hatte nur das hier im Haus, habe ich das hier benutzt und zwar ist das von Biou, das Tasty Donut Schaumzeugs und ich muss sagen, ich habe es echt lieben gelernt, also ich finde das Produkt, das riecht einfach sehr gut und es ist sehr schön weich auf der Haut und es macht einfach Spaß, das zu benutzen und deswegen ist es einfach ein Favorit von mir geworden. Im Moment benutze ich wieder ganz viel diese Palette. Das ist meine Lieblingspalette ever. Und zwar hat die Coco mir die mal geschenkt. Vielen Dank, Coco! Die hat sie mir zum Geburtstag geschenkt, weil sie hatte sie. Und ich fand die so toll, dass ich die auch unbedingt haben wollte. Und zwar ist das von Revlon, die Make-up Revolution London Palette. Und zwar sind da einfach ganz viele verschiedene Blushes drin. Hier oben ist noch so ein Spiegel, den muss ich zuhalten. So sieht das Ganze aus. Da gibt es einen Bronzer, einen hellen Highlighter, einen rosanen Blush, einen lilanen Blush, also da ist wirklich für jeden was dabei und das macht so einen schönen Glow. Also wahrscheinlich glänze ich gerade wie eine Disco-Kugel, weil ich benutze im Moment kein Make-up, kein Puder, nichts und ich sehe das schon, dass ich hier glänze. Das ist aber einfach meine Haut. Und hier habe ich so einen Disco-Kugel-Glanz, weil ich diese Palette hier verwendet habe. Es gibt Leute, die hassen das und es gibt Leute, die lieben es so zu glänzen, beziehungsweise zu glänzen. Und ich mag das sehr gerne, wie man sieht. Ich habe bisher schon alle Micellenreinigungswasser von Garnier ausprobiert und mein allerliebstes ist dieses hier. Und zwar ist es einfach mit Öl. Das ist dafür da, damit man auch wasserfestes Make-up entfernen kann. Ich habe eigentlich nie wasserfestes Make-up drauf, deswegen ist es eigentlich ganz egal. Aber mir gefällt es, dass ich danach so einen leicht öligen Film auf der Haut habe. Und dann muss ich auch meine Haut nicht direkt eincremen. Es fühlt sich einfach sehr angenehm an, wenn ich dieses Produkt verwende. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht ein günstigeres Produkt kennt, was genauso gut ist, weil dann würde ich es auch mal testen. Zu guter Letzt habe ich noch dieses Pöttchen hier. Und zwar ist es von Décléor. Das riecht ganz lecker nach Zitrone, also so richtig stark, aber richtig natürlich, als hätte man gerade eine Zitrone aufgeschnitten. Ihr seht, es ist auch fast leer. Das ist
glaube ich, auch eher zu Massagezwecken gedacht. Das heißt, es ist ziemlich ölig. Aber ich mag das so gerne. Wenn ich es drauf tue auf meiner Haut, dann ist das so wie Butter, ne? Das schmilzt so langsam. Und vor allem nach dem Urlaub, da pellt sich die Haut ja auch mal ganz gerne. Und da verwende ich das echt super gerne nach dem Duschen. Und ich habe es davor auch schon verwendet, aber sehr, sehr sparsam. Und ja, jetzt benutze ich etwas mehr davon. Und ja, einfach, wenn man dann nach dem Duschen so frisch riecht, das ist einfach ein tolles Gefühl, oder? Naja, wer will schon nach dem Duschen stinkig riechen, oder? Ja, ihr Lieben, das war jetzt auch schon mein Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wenn ja, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und fleißig Kommentare zu schreiben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann, ciao!